Hallo liebe Leute, ich möchte ganz gerne etwas loswerden und muss mich damit jetzt an die Öffentlichkeit wenden. Ich weiß, viele von euch werden in den letzten Monaten ein falsches Bild von mir gehabt haben. Als gefährlichen, als aggressiven jungen Mann. Als gemeingefährlich, jemand, der anderen was antun möchte. Und damit haben die Leute auch recht gehabt. Ich war die letzten Monate unbelehrbar. Ich habe vielen Menschen Unrecht getan. Und deswegen möchte ich euch sonst gerne etwas erzählen. Mir ist klar, dass ich hiermit volles Risiko eingehe. Mir ist auch klar, dass mir das Video geklaut werden könnte und dass ich mich angreifbar damit mache. Und in dem Fall gehe ich vollste Verantwortung ein und werde mich nicht ausheulen, wenn das Video geklaut wird. Und deswegen beginne ich jetzt. Ich wurde am 23.10.1998 in der St. Anna Klinik in Wuppertal geboren. An meine Kindheit erinnere ich mich so gut wie gar nicht mehr, also die Anfangsjahre, wie jeder es tut halt. Ich habe nur bruchstückhaft im Jahr 2002 mitbekommen, wie sich meine Mutter von meinem Vater getrennt hat. Auch wenn ich sie über die letzten Jahre nicht so gesehen habe. Aber ein Schlag war es für mich trotzdem. Ich kenne es nicht, mit Vater aufgewachsen zu sein. Im Jahr 2002, als mein Vater, also als meine Mutter meinen Vater rausgeschmissen hatte, kam meine Mutter mit einem Mann zusammen, der war ein richtiges Arschloch. Meine Mutter war mit diesem Mann von 2002 bis 2011 zusammen. In der Zeit wurde ich von ihm gedemütigt, vor den Augen meiner Mutter. Er hat mich mit einer Hundeleine geschlagen. Er hat Sämtliches mit mir gemacht. Er hat, wenn er mich gerufen hat, ging das immer so: Ey Arschloch, komm mal her. Oder aber, wenn mein Bruder dann reinkam, hieß es dann immer: Geh mal mit deiner Schwester spielen. Ich durfte als Kind nicht in meiner Fantasie leben. Ich habe als Kind immer versucht, eine eigene Welt aufzubauen. Mein Zimmer sollte eine Stadt sein für Schlafteddys. Die Stadt haben mein Bruder und ich Schlafteddyhausen genannt. Immer wenn wir im Kinderzimmer gespielt haben, haben wir der Fantasie freien Lauf gelassen. Eines Tages hat es der Freund von meiner Mutter spitz bekommen. Ich habe nur zu meinem Bruder damals gesagt, das weiß ich noch: Komm Marcel, wir gehen spielen. Sorry, bitte vergiss den Namen. Komm Bruder, wir gehen spielen. Und komm, sagt er, ich sag, wir müssen Schlafteddyhausen aufbauen. Da ist er ausgerastet. Ich musste zur Strafe ohne Abendessen ins Bett damals, weil ich diese Stadt aus meinem Zimmer gemacht hatte und aus Marcells, aus dem Zimmer meines Bruders. Dann kam der September 2010. Dort hat sich alles zugespitzt in meiner Vergangenheit. Meine Mama war in der Stadt einkaufen. Der Freund von meiner Mutter war allein zu Hause mit meinem Bruder und mir. Ich war es gewohnt, wenn ich aus der Schule kam, dass meine Mutter von ihren Besorgungen auch zurückkam, weil sie mich nie mit ihm allein gelassen hat, so gut es ging. Doch an dem Tag war alles anders. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte erstmal einen schlechten Tag in der Schule, wie das so als Kind eben ist, als Zwölfjähriger.
Und dann kam der Freund von meiner Mutter nach, also dann war ich bei ihm zu Hause. Es wurde 5:30, 5:30 und meine Mutter kam nicht. Um 6:30 bin ich dann zu meiner Mutter hingegangen. Zum Freund meiner Mutter. Oder war das 5:30? Ich weiß nicht mehr. Es ist jetzt 12, 11 Jahre her. Ich sag, Frank, wann kommt denn die Mama wieder? Und der Freund von meiner Mutter dann so, die kommt nicht mehr wieder. Hier ist was passiert. In dem Moment haben die Verlustängste richtig zugenommen. Meine Mutter kam. Ich habe zu Hause einen Heulkrampf bekommen. Ich habe einen Wutanfall bekommen. Und meine Mutter kam rein und sagte so, was ist denn hier los, ne? Und der Freund von meiner Mutter hat dann nur gesagt, ja, der ist mal wieder bockig und so. Meine Mutter wusste von all dem gar nichts, was da passiert war. So. Dann war das so gewesen, einen Monat später. Meine Stimmung war schon richtig angespannt gewesen. Ich habe meine Mutter nirgendwo mehr alleine hingehen lassen. Aus Angst, dass sie entführt wird, weil er mir das so eingeredet hatte. Der Freund von meiner Mutter war mit mir allein, weil meine Mutter mich zur Strafe nicht mit zum Einkaufen genommen hatte. Ich gebe zu, ich habe zu Hause randaliert. Da kam der in mein Zimmer und hat mich mit der Hundeleine verdroschen. Als ich das meiner Mutter erzählt habe, hat meine Mutter das nur damit abgetan. Er wusste sich nicht anders zu helfen. Das hat meine Mutter damit abgetan. Dann ging das Jahr 2010 zu Ende. Die Stimmung war eh schon angespannt. Ich glaube, am 3. Januartag 2011 hat meine Mutter dann einen Anruf aus der Sana-Klinik Remscheid erhalten. Ja, sie können ihren Sohn in 2 Tagen zu uns bringen. Ich habe mich erstmal gefreut. Ich dachte so, vielleicht wird mir geholfen. Vielleicht sind da nette Leute und so. Pustekuchen. Ich kam dahin. Es war wie im Gefängnis. Natürlich habe ich das als Kind nicht so realisiert, aber wenn ich mir jetzt Videos angucke, denke ich mir so, es war wie im Gefängnis dort. Die Fenster abgeschlossen. Natürlich, man hat es als Kind nicht verstanden. So, warum? Also ihr habt es als Familie ja nicht verstanden. Was hast du da zu suchen einfach? Die PEDs dort, also Pflege- und Erziehungsdienste, waren es damals im Sana-Klinikum Remscheid gewesen. Die haben mich nur angeschrien. Immer wenn ich um meine Mama geweint hatte, die haben mich angeschrien. Die waren nicht für mich da gewesen. So. Und dann jeden Abend hat mich meine Mama angerufen. Und ich habe immer geweint vorher. Ich hatte Angst, dass sie mich nicht anruft, dass am Tag was passiert sein würde und ich dafür immer gefangen sein würde in der Sana-Klinik. Ich hatte auch immer Angst gehabt, wenn meine Mama mich besuchen kommt, dass sie nicht heil nach Hause gekommen ist, weil Remscheid war ja echt ein Stück vom Wuppertal entfernt. Als Kind realisiert man das natürlich nicht so, wie nah das eigentlich dran ist, so, ne? Da denkst du auch, das ist ja schon eine halbe Ewigkeit entfernt halt. Und dann am 1. März 2011 wurde ich dann entlassen aus der Sana-Klinik. Und dann ging alles von vorne los zu Hause. In der Schule hatte ich noch mehr Ausraster gehabt aufgrund des Psychiatrieaufenthalts. Es ging bergab. Dann Ende April 2011 kam dann der Anruf von der damaligen Sachbearbeiterin vom Jugendamt von meiner Mutter. Frau Presch, wir haben einen Platz für Ihren Sohn in einer Wohngruppe in Wuppertal, nicht weit von Ihnen entfernt. Ich dachte so, prima, das ist dann wirklich nicht weit entfernt. Dann kam die Teamleiterin damals,
hat sich dann bei uns vorgestellt mit der Lehrerin aus der Schule. Beide waren sehr nette Menschen auch. Und dann hatten wir im Anfang Mai 2011 den Besichtigungstermin in dieser Wohngruppe. Und am 1. Juni 2011 konnte ich dann einziehen. Natürlich, ich habe wieder Rotz und Wasser geweint halt, weil ich wieder zu meiner Mama wollte halt. Und über die Jahre wurde es dann weniger. Ich hatte eine Bezugsbetreuerin, die mich gefördert hatte. Sie hat mich wirklich gefördert. Sie hat immer an mich geglaubt damals. Aber natürlich, es gab Tage, da wollte ich da wirklich nicht sein. Und da habe ich echt alles getan, damit ich wieder zu meiner Mutter konnte. Weil bei meiner Mutter hatte ich dann über die Jahre doch mehr Freiheiten bekommen als in der Wohngruppe halt. Meine Mutter hat mir das dann irgendwann erlaubt. Das war im August 2012, hat meine Mutter mir dann erlaubt, das erste Mal alleine in die S-Bahn zu steigen. Ich durfte aber nur auf Wuppertaler Stadtgebiet rumfahren, halt so, ne? Aber natürlich, so wie man halt als Pubertierender ist, man will natürlich mehr von der Welt sehen. Also bin ich schon mal da mit der S8 raus bis Düsseldorf gefahren. Das waren 20 Minuten Fahrzeit, so. Und wenn ich dann in Düsseldorf war, bin ich dann aber nach einer halben Stunde ganz schnell wieder zurück. Wenn meine Mutter mich dann gefragt hatte, ja, warum warst du so spät, habe ich dann immer gesagt, ja, ich war in Langerfeld, da ist eine S-Bahn ausgefallen. Meine Mutter hatte keine Ahnung vom ÖPNV halt. Ich musste da irgendwelche Ausreden zu finden. Ja, und dann kam das Jahr 2014. Im Februar 2014 hatte ich das letzte Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt damals. Da hieß es dann, wir müssen jetzt für dich gucken, dass du jetzt in eine weiterführenden Gruppe kommst. Du bist ja einfach zu alt für die Gruppe. Es war eine Kinderwohngruppe halt. Ich war skeptisch. Gebe ich zu, ich war skeptisch. Ich wollte nicht aus Wuppertal raus damals. Im März 2014 hatte ich dann einen Besichtigungstermin in Düsseldorf in dieser Gruppe halt. Und im Juli 2014, das war auch so ein Ding. Ich hatte keine Zeit, mich auf den Umzug vorzubereiten. Es war der 3. Juli 2014, das weiß ich noch. Ich in meiner Mittagsruhe, genüsslich mit meinem DVD-Player, wie ich es immer gemacht habe in meiner Mittagsruhe. Wollte dann einfach meine Ruhe haben, abschalten. Kommt meine Bezugsbetreuerin rein, sagt sie, ich habe eine gute Nachricht für dich. Für mich war es keine gute Nachricht, ne? Ich sagte, oh je, was kann denn kommen? Sagt sie, wir wissen jetzt, wann du ausziehst. Da hatte ich schon einen Knoten in meine Brust gemacht. Keine Wortfindungsstörung. Ich so, gut. Wann? Und sie dann so, ja, du ziehst nächsten Mittwoch aus. Es war donnerstags gewesen. Du wirst ab morgen beurlaubt, du gehst bis Mittwoch nach Hause zu deiner Mutter und Mittwoch ziehst du in die neue Gruppe und fährst direkt mit in Freizeit. Ich dachte so, oh je. Wir waren den ganzen Donnerstagnachmittag damit beschäftigt, mein verkacktes Zimmer leer zu räumen da in dieser Gruppe. Dann bin ich freitags nach Hause. Um Mittwoch musste ich noch mal kurz hin, weil wir dann noch die letzten formalen Dinge machen mussten halt. Und dann ging es nach Düsseldorf. Und da habe ich auch wieder Rotz und Wasser geheult, weil es war wieder was Neues. Es war eine neue Umgebung, es war alles neu für mich. Und es war für mich immer schwer aus meinem vertrauten Umfeld raus. Und dann bin ich in Freizeit mitgefahren. Bad Bentheim, es war eine schöne Freizeit, das gebe ich zu.
Wir waren in den Niederlanden, in Almere, am Meer gewesen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich am Meer war. Dann waren wir in, sag mal schnell hier, in Enschede, wir waren in Gronau. Also ich habe viel gesehen halt. So. Und dann war ich 14 Tage bei meiner Mutter direkt nach der Freizeit, weil ich unbedingt wieder nach Wuppertal wollte halt. Ja, und nach den 14 Tagen musste ich dann nach Düsseldorf. Und da war mir echt klar, jetzt wohnst du wirklich in Düsseldorf. Und es war schwer für mich. Ich habe die Tage immer gezählt, wann ich endlich nach Wuppertal konnte. Und dann dachte ich, bessert sich alles, weil dann mein Freund aus der Kindergruppe auch nach Düsseldorf rübergekommen ist. Und dann war es für mich nicht mehr so schwer, hier in Düsseldorf zu leben. Die damalige stellvertretende Teamleitung aus der Gruppe, von der habe ich mich unterstützt gefühlt. Und bis im Jahr 2015, ich hatte einen wunderbaren Bezugsbetreuer. Der war zwar militärisch, das gebe ich zu, aber seine Strenge tat mir gut. Er war liebenswürdig, aber streng. So. Und das fand ich toll an ihm. Er hat gut mit meiner Mutter zusammengearbeitet auch. Ne, er hat mich nicht vorgezogen. Das möchte ich hierbei nicht sagen. Er hat mich nicht vorgezogen. Aber er war fair. Er hat mir auch den Arsch aufgerissen, wenn ich mein Fehlverhalten nicht eingesehen habe, so. Und dann im Dezember 2015. Wir hatten die Gruppengespräch gehabt. Und dann hat er uns gesagt, er hört auf. Und da ist innerlich schon für mich eine Welt zusammengebrochen. Und dann Ende. Und dann Anfang Januar 2016 hat auch die stellvertretende Teamleitung damals gesagt, sie hört auf. Also sie musste aufhören aufgrund der Anweisungen der Fachbereichsleitung, der, ja, der GRS da, wo ich vorher gewohnt hatte. Und dann kam eine Frau da. Die war richtig hochnäsig gewesen. So. Und die wurde zur stellvertretenden Teamleitung. Und meine Verlustängste waren schon sehr hoch damals gewesen, aufgrund dessen, dass diese Frau aufgehört hat. Ich hatte einfach Angst, aufgrund dessen, dass mein Bezugserzieher aufgehört hatte und die andere Frau, dass dann noch mehr Erzieher aufhören. Dann hatte ich einen. Im August 2016 einen sehr, sehr guten Freund gefunden. Wir waren wie Brüder gewesen. Warum die Freundschaft zwischen uns beendet wurde, komme ich später zu. Mit diesem Jungen konnte ich alles machen. Wir haben das Ruhrgebiet erkundet. Wir sind durch Köln gefahren. Wir haben alles gemacht. Aber davor war ich in so einer instabilen Phase, weil ich mich von der Betreuung missverstanden gefühlt hatte. Ich war in so einer instabilen Phase gewesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, und dann die Kinderpsychiaterin, ja, die meinte, an mir rumexperimentieren zu müssen mit meinen Medikamenten halt. Ja, das war auch so ein Ding. Da setzt sie mir die Psychopharmaka ab und setzt mich auf Antidepressiva. Ich war aber nie richtig depressiv gewesen. So. Dann die Ferienfreizeit 2016 in den Niederlanden. Eine einzige Katastrophe, das sage ich euch. Aber von mir ausgegangen. Ich wollte nach Hause. Ich wollte nur noch zu meiner Mutter, weil ich mich von meiner Mutter in dem Moment einfach am besten verstanden gefühlt hatte. Und ich habe wirklich alles daran gesetzt, dass sie mich endlich rausschmeißen, dass sie mich endlich zu meiner Mutter lassen. Aber all meine Pläne sind fehlgeschlagen. Ich konnte manchmal so ein Arschloch zu den Betreuern sein. Die haben aber nichts gemacht. Und dann komme ich jetzt nochmal zu dem Freund. Den habe ich dann gefunden aus Hessen. Beziehungsweise damals hat er noch in Duisburg gewohnt. Und
Wie gesagt, wir konnten überall hinfahren. Wir sind durch Köln, durchs Ruhrgebiet quer durch. Wir waren auf sämtlichen Veranstaltungen gewesen. Wir sind mit dem historischen Kaiserwagen in Wuppertal gefahren und hast du nicht gesehen. Mit diesem jungen Mann war es aber auch schwierig in der Schule gewesen. Aber darauf gehe ich nicht ein. Ich diffamiere niemanden öffentlich. Dieser junge Mann ist dann. Ich hatte gedacht, es geht alles bergauf. Nun, dieser junge Mann ist dann, wann war das? Februar 2017 nach Hessen gegangen. Und es war ein Schlag für mich. Es war eine schwierige Zeit für mich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe oft Rotz und Wasser geheult. Ich habe abends im Bett gelegen. Ich habe geheult, weil der nicht mehr da war. Es gab sogar Tage, da bin ich alleine mit der U-Bahn rumgefahren. Ich wurde wütend in der U-Bahn, dass ich dann wirklich meine Gruppe angerufen habe und gesagt habe: Hilfe, Leute, ich weiß nicht, was ich momentan machen soll. Und dann. Und dann 2000. Wo war ich jetzt stehen geblieben? So, und ich dachte so, was ist, wenn wir uns nie wiedersehen? Davor hatte ich echt größte Angst. Ich habe die Angst zwar nie geäußert in den Telefonaten damals mit ihm. Wir haben jeden Abend telefoniert. Aber ich habe nie meine Ängste ge ihm gegenüber geäußert. Aus Angst, dass die Freundschaft kaputt geht. Und ich wollte nicht als Jammerlappen dastehen. Und dann im, wann war das? Ging das Jahr 2017 rasch eigentlich durch. Wir waren in Kroatien gewesen im Sommer 2017. Das war der schönste Urlaub in meinem Leben, den ich hatte. Und dann kamen wir wieder zurück. Und dann haben die Betreuer mich so gelobt. Ich war so psychisch stabil gewesen wie schon lange nicht mehr. Ich hatte Freunde, die mich aufgefangen hatten. Und dann kam der Dezember 2017, der gute Freund, von dem ich euch gerade aus Duisburg erzählt hatte. Der hatte zu dem Zeitpunkt schon in Hessen gewohnt. Und er wurde 18 2017 und da hat er mich zu eingeladen. Und er hat mir wirklich betont, wie wichtig es ihm ist, dass ich zu diesem Geburtstag komme. So. Ich habe alles daran gesetzt, dass dies funktioniert hat. Ich habe es mit Verträgen in meinem Antrag gemacht, dass ich da runterfahren konnte. Und die Betreuer haben es mir gestattet. Und so habe ich sehnsüchtig auf den Tag hingefiebert. Und dann kam der Tag, wo ich nach Hessen gefahren bin. Ich bin mit dem Intercity damals nach Mainz. Und in Mainz hat mich dann der gute Kollege abgeholt. Und er hat mich verwöhnt von allen Seiten her, das muss man schon sagen. Wir waren in Frankfurt und er wusste immer an Bahnhöfen, wenn es mir zu voll war, dass ich dann etwas von Königinnen gestammelt hatte und so. Und was hat er gemacht? Statt mich auszuschimpfen, hat er mir die Arme wirklich um die Schulter gelegt, hat gesagt: Sven, beruhig dich. Das rechne ich ihm hoch an. Ja, und dann war ich wieder in NRW. Und dann war ich bedrückt. Weil ich dann an das Vorjahr denken musste, wo wir alles zusammen in NRW gemacht hatten. Und dann kam der 14.12.2017. Der schlimmste Tag in meinem Leben. Das war der Tag, an dem ich meinen Großvater verloren hatte. Und der Opa war eine wichtige Bezugsperson für mich. Und der Opa, ja, wie soll ich sagen? Ja, der Opa war
Ein Vater für mich, den ich nie hatte über die Jahre. So. Und was ich dann im Nachhinein erfahren habe, das hat mir den Boden unter den Füßen gerissen. Ich bin ja abends nach Hause. Und dann habe ich von meiner Mutter erfahren, ich war an dem Tag noch auf der Arbeit. Und ich weiß noch, ich hatte an dem Tag einen Termin bei meiner Kinder- und Jugendpsychiaterin zur Gesprächstherapie. So, und diese stellvertretende Teamleitung, die dann ja 2016 neu angefangen hatte halt. Was die sich erlaubt hat, das werde ich ihr bis zu meinem Lebensende nicht verzeihen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mich meine Mutter in dem Fall angelogen hat. Sie hat angerufen, das war gegen 13 Uhr, und hat gesagt, hören Sie mal, mein Vater liegt im Sterben, können Sie den Sven bitte nach Hause schicken, damit er sich von seinem Großvater verabschieden kann. Da sagt die am Telefon, ja, Frau Presch, wenn Sie dafür Belege haben, der Sven darf ja morgen nicht auf der Arbeit fehlen. Hallo, wo gibt's denn so etwas bitte? So. Und um 15 Uhr, also mir ist da die Uhr stehen geblieben, deswegen gehen wir vom Todeszeitpunkt 15 Uhr aus, ist dann der Opa verstorben. Und dann hat meine Mutter wieder angerufen. Da hat sie gesagt, mein Vater ist jetzt tot, brauchen Sie immer noch Belege? Und da hat sie gesagt, gut, wir schicken den Sven jetzt nach Hause. Könnt ihr euch vorstellen, ich hatte keine Gelegenheit mehr, mich von meinem Großvater zu verabschieden. Erst auf der Beerdigung, als er dann schon eingeäschert war. Und das war 3 Wochen später, schon im Januar 2018 gewesen. Im Januar 2018 dann bin ich. Nee, Quatsch. Im Februar 2018 habe ich meine Oma verloren. Ich saß abends mit meiner Mutter am. Es war der 16.02.2018. Ich saß abends mit meiner Mutter vorm Fernseher. Wir haben miteinander gesprochen und so, ne? Und auf einmal ging das Handy von meiner Mutter. Das Pflegeheim rief an, wo meine Oma zum Schluss gewohnt hatte. Wir haben uns schon nichts Gutes gedacht. Ich habe schon innerlich befürchtet halt. Und meine Mutter schon am Telefon: Nein, nein. Und da war mir schon klar, die Oma ist gestorben. Und seitdem haben meine Aggressionen zugenommen über das Jahr 2018, weil dann auch noch die Leitung, die mich auch verstanden hatte, wirklich, die ist dann erkrankt, ein Jahr lang. Und dann hatte ich dieses Biest als Leitung und die hat mir so viel verboten, die hat mich gequält, wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. Nee, da fehlen mir die Worte. Und dann bin ich auch öfters den Kumpel aus Hessen angegangen und habe ihm ständig Vorwürfe gemacht, warum er damals weggezogen ist. Ich habe es mit Bestechung versucht, dass er wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückkommt. Ich habe mir damals sämtliche Freundschaften kaputt gemacht, ne? Eben weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte halt. Und sie hat mir immer angedroht, wenn ich was Negatives über sie sag, dann, wie soll ich sagen? Dann habe ich Handyentzug für immer. Das hat sie mir angedroht. Und deswegen brauchte ich ein Ventil. Und wie gesagt, ich habe es aus dem Freund aus Hessen damals ausgelassen. Ihm habe ich die meisten Vorwürfe gemacht, vor allem, wenn er keine Zeit hatte. Und guter Kollege aus Hessen, wenn du zuguckst, kannst du jetzt verstehen, warum ich das damals gemacht habe. Ich konnte dir nicht sagen, dass es immer an der Gerritsen gelegen hatte. Und immer wenn du gesagt hast, du hast keine Zeit, und du hattest gesagt, du hast was mit dem Richard vor. Klar, ich habe Eifersucht gezeigt und so. Und das war nicht richtig von mir. Das war damals wirklich nicht die feine englische Art, was da damals passiert ist. So. Und
Und dann war es so gewesen. Ja, im Sommer 2019 hat er dann die Freundschaft mit mir beendet. Weil ich mir selber kaputt gemacht hatte. Weil ich ihn unter Druck gesetzt hatte und so. Und das war nicht richtig von mir. Ja, und dann 2020 bin ich aus der Jugendeinrichtung raus. Ich dachte eigentlich, hier geht alles den Berg, hier geht alles bergauf. Aber stattdessen bin ich an Freunde geraten, manchmal, die mich auch wirklich nur verarscht hatten. Und heutzutage bin ich auch mit vielen ziemlich ungerecht umgegangen. Aber dadurch einfach, dass ich das Gefühl habe, dass sich um mich nicht gekümmert wird. Und dadurch, dass meine Jugendfreunde nicht mehr da sind von damals, die auch noch ein Halt für mich waren. Und mir ist klar, dass ich dadurch viele Freundschaften kaputt gemacht hatte. Und wenn ich kränkend war, dann war das nur gewesen halt, weil ich nach Bezugspersonen momentan suche einfach. Weil ich momentan feste Bezugspersonen brauche. Hier im Haus. Die kümmern sich gar nicht um mich. Und wenn meine Freunde anrufen und sich beschweren, dann glaube ich, aber vermute ich einfach nur, dass die wollen, dass sich um mich gekümmert wird. Und wenn man die Betreuer dann hier darauf anspricht, heißt es dann immer dann so, ja, nee, wir haben keine Anrufe bekommen hier halt einfach. Und da frage ich mich doch, wer von beiden lügt. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum meine Freunde dann lügen sollten, wenn die sich hier anrufen und sich beschweren halt. Ja? So, und mit den Statusmeldungen, das gebe ich zu. Das war richtig große Scheiße von mir. Ja? Aber dann nur in Momenten, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt hatte, wo ich dann Angst hatte, meine Verlustängste kommen wieder hoch. Ich brauchte ein Ventil. So, und wie gesagt, das war nicht die feine englische Art. So. Und das soll auch nicht, dieses Video soll auch nicht dazu dienen, dass ich mir Freundschaften zurückerzwingen möchte. Ich versuche einfach nur die Hintergründe aus meinem Leben damit zu erklären. Und ja. Und jeder, der sich das Video bis zum Schluss angesehen hat, den schätze ich damit. Und jetzt gerade bin ich wieder in so einem Tief. Vor 4 Wochen, ich weiß, ich habe jüngere Zuschauer und ich weiß, die Mutter von einem Freund wird jetzt nicht damit einverstanden sein, aber ich muss es hier auch sagen. Ja, wenn ich schon ehrlich sein soll, dann sage ich es hier auch. Ich gebe zu, ich habe Paracetamol geschluckt. Aber erst dadurch, dass mir die Mutter von einem guten Freund den Arsch aufgerissen hat dafür, dadurch, dass sie eben in der Psychiatrie tätig ist halt, habe ich es sein gelassen damit. So. Und ich werde jetzt was an mir tun.